Herzlich willkommen nach meiner langen Auszeit bei meinem ersten Video wieder. Ich wurde gebeten, mal Tiamat Hideout aufzunehmen und ein bisschen was zu erklären. Wir stehen hier direkt schon vor dem Drachen, den Rest haben wir ausgelassen, beziehungsweise den Rest haben wir schon fertig einfach. Dachte ich mir, aber ist nicht so wichtig fürs Video. Hier sieht man ein paar Sachen, die man unbedingt vorher einpacken sollte. Da natürlich alles, was Schaden macht. Self-Red-Steine, sehr wichtig für einen Notfall. Feuer- und Erdrisi-Rollen. Erkläre ich auch gleich noch. Und dann natürlich das, was man üblicherweise immer dabei hat. Tanken tut in unserem Fall ein Gladi. Die ganzen Ranged-DDs und Klerik sowie Kantoren stehen am Anfang hier. Auf der Stelle, auf der ich gerade rumhüpfe. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man hier keine der AOEs abbekommt. So, los geht's. Am Anfang ist das Ganze noch relativ unspektakulär. Einfach Schaden machen, ohne groß CDs zu werfen und Mana rauszuhauen, im Fall der Mages. Alles, was weniger als 5 Minuten hat, kann man ruhig schon werfen. So lang sollte man schon brauchen, bis man das nachher wieder wirklich braucht am Ende. Und bis 75% passiert jetzt auch erstmal gar nichts. Er spuckt einfach nur den Tank mit seinen Feuerbällen an, macht dann die AOE, die hier gerade zu sehen ist, nach vorne, dann einmal in Richtung der Gruppe und das gleiche auch im spiegelverkehrt auf der entgegengesetzten Seite. In der Mitte sollte man sich, also direkt vor ihm, sollte man sich gar nicht aufhalten, da dort nachher auch Spikes auftauchen. Hier jetzt gerade die AOE zu sehen in der Gruppe. Es bekommen hier nur die Nahkämpfer in unserem Fall Schaden. Hunter sind hier allerdings sehr prädestiniert dafür zu sterben, wenn sie Tigerauge drin haben, da sie dann nicht mehr ganz auf dieser Stelle stehen können, die ich am Anfang gezeigt habe. Ne, hält wegen Cast, wir sollen das wieder aufheben und versuchen, dass da die Gruppe auch abkriegt. Weil letztes Mal bist du, dass du abkriegst und die. Den Boss kann aber durchaus auch ein Assa tanken übrigens. Also das ist kein Thema. Man braucht da nicht unbedingt einen Gladi. Bei Gladis allerdings bevorzugt Dual Wield, einfach aufgrund des Schadens. Dann Assas sind sehr begehrt. Problem bei dem Boss ist nämlich, der hat eine sehr hohe Magic Suppression, also Magiekündigung, glaube ich, auf Deutsch. Eine hohe Ele-Risi. Und das ist dann nicht ganz so schlimm, wenn man mit den ganzen Debuffs die Death senkt, dann einfach Melees nehmen und gut ist. Dafür haben wir nämlich auch den SM hier, der ist hier nicht auf Damage Line, sondern der supportet. Zum einen mit dem Nahkampf-Buff, also mit den 18% Damage-Erhöhung. Sowie auch dann mit der Def-Reduzierung durch Infernal Blight. So, hier sind wir jetzt bei 75%. Ich bin ein bisschen gesprungen. Das ist dann später der Indikator dafür, dass die ersten Ads auftauchen. Dazu sage ich aber gleich mehr. Diese Spikes sind wichtig, um den ganzen Boss zu timen. Jetzt vor 50% sollte das Ganze, wenn man schnell ist, einmal kommen. Und dann genau bei 51% nochmal. Wir werden darauf warten. Wenn man ein bisschen langsamer ist, ist das kein Thema. Allerdings sollte man, wenn man hier schon 3 Spike-Wellen hat, mal über seinen Schaden nachdenken, weil dann macht man definitiv zu wenig. So, wir sind dann gleich bei 50%, dann werde ich dazu noch ein bisschen was sagen. Die Mages, wie gesagt, relativ manasparend, die können jetzt auch eigentlich schon mal anfangen zu ringen, wenn man genügend Schaden dabei hat. Das kriegt man nachher raus, wie viel man so macht. Da ist jetzt auch gerade die AOE schön zu sehen. Die macht übrigens zwischen 1,5 und 4k Schaden pro Sekunde. Also da ist man wirklich schnell mal down und da ist das Cross-Healing echt anstrengend für den Klerik. Vor allem bei Huntern. So. Jetzt sind wir dann gleich bei 51%. Hier warten wir, bis der Drache die nächsten Spikes in der Mitte spawnt. Wie gesagt, immer wenn die Spikes jetzt ab 50% kommen, heißt es, es kommen Ads. Außerdem kann man damit den Stun und den Knockdown von ihm timen. Der Kantor wirft jetzt, beziehungsweise beide Kantoren werfen jetzt hier WoW,
alle machen die Machtscherben an. Das heißt also, alles, was man ab jetzt ohne riesen CDs werfen kann, kann man werfen. 3 Minuten CD sollte drin sein. Dann hat man es im 25% Burst nochmal. So, das heißt für mich jetzt hier schon mal Berserk reinwerfen und drauf gehen. Ab hier solltet ihr dann ungefähr 75 bis 80% eures maximalen Schadens fahren. Ihr habt ungefähr 40 bis 50 Sekunden waren das, glaube ich, je nachdem wann ihr genau anfangt, wenn ihr wenn die Spikes weg sind. Jetzt, also in unserem Fall wird vermutlich nur eine Ad-Welle kommen, bis wir zu 25% kommen. Es ist aber kein Problem, wenn es zwei sind. Also wenn ihr das nicht ganz hingetimt bekommt vom Schaden her, dann wartet ihr einfach eine komplette Ad-Welle. Das ist vielleicht sinnvoller, als dass ihr euch den Stun total vertimt. Das kann durchaus mal dazu führen, dass ihr alle sterbt. Den Stun macht er nämlich, wenn ihr auf 26% auf die Ad-Welle wartet, macht er den Stun genau in der nächsten Ad-Welle. Es steht auch vorher in meinem Chat, dass sich die Kreaturen in irgendwelche Kugeln verwandelt haben. Das sagt er allerdings nicht dann an, wenn ihr diesen Stun vertimt, also wenn ihr zu früh oder zu spät unter die 25% Marke geht. Deshalb ist das relativ wichtig, dass ihr da mit nahezu exakt so viel Schaden reingeht, dass ihr bei der zweiten Ad-Welle genau bei 25% seid. Der Templar, der bei uns hinten läuft, im Normalfall sind ja alle Videos, die ich bisher gesehen habe, mit zwei Templern, der läuft eigentlich nur die ganze Zeit von rechts nach links mit den Ads. Immer wenn die Ads spawnen, so wie jetzt gerade, sind wir auch perfekt bei 25%. Jetzt wird richtig Damage gefahren, also wirklich maximal alle GKs, alles raus. Der Templar, der rennt mit den Ads die ganze Zeit hin und her. Die beiden Heiler sollten dafür sorgen, dass sie nicht im Weg stehen, also die AOEs von den ganzen Mobs nicht abbekommen. Der Templar auch nicht zu viel stehen bleiben, dabei möglichst alles anspotten und anschlagen. Und die Auto-Hits nicht abbekommen. Der Kantor, der bei uns den Part des zweiten Templars übernimmt, der ist nur dafür da, dass auf unserer Seite keine Ads, also nicht so viele Ads spawnen. Wenn nämlich nur auf unserer Seite Leute stehen würden, dann würden alle Ads auf dieser Seite spawnen. Teilweise in der Damage-Gruppe drin und würden die ganze Damage-Gruppe innerhalb von ein paar Sekunden wipen, weil wir keinen MRS haben. So, jetzt kommt dann die nächste Ad-Phase. Das heißt, es kommt auch gleich der Stun. Der ist von diesem Knockdown begleitet. Der ist removable und danach kommt jetzt der Stun. Vorher sollten die Clerys ihren 4K raushauen. Das heißt, die Heal-Erhöhung mit mehr HP. Das ist extrem praktisch, um das zu überleben, weil das dann nämlich auch 6 bis 8k Schaden macht. Also gar nicht mal so wenig. Speziell der Templar, der kann hier Eisenhaut oder sogar Netzekan schon vorher zünden. Bei Netzekan geht er meiner Meinung nach nicht mal in Knockdown oder Stun, wenn er ihn resistet. Auf jeden Fall aber machen die Ads dann keinen Schaden. Und in den 3 Sekunden, in denen man da doof rumsteht, kann das durchaus mal passieren. Hier in unserem Fall haben wir jetzt so viel Schaden dabei, dass der Templar bis hierhin nicht mal irgendeinen GK geworfen hat. Und trotzdem ist der Drache down. Das war's dann eigentlich auch schon. Es ist jetzt relativ einfach, weil wir eine relativ eingespielte Gruppe sind. Sollte aber eigentlich bei jedem drin sein. Nachdem der Drache tot ist, spawnt dann hier diese Kiste. Die einfach aufhauen. Es passiert häufiger mal, dass während der Drache stirbt, so wie jetzt hier, Jirai, einer einen Disconnect hat, weil so ein tolles Quest-Video kommt, das bei mir zum Beispiel nicht mehr kommt. Alter, Fraps hat ordentlich an meiner Performance gerade gezogen. Die Kiste einfach aufhauen, danach könnt ihr sie looten und jeder kriegt dann aus dieser Kiste eine eigene Kiste, in der Waffen, Accessoires, Flügel drin sein können, dann natürlich eine Mithril und die obligatorischen Karun-Symbole. Ja, ist alles gefasst. Ich habe in meinen 20 Tiamats, die ich jetzt gelegt habe, einmal die Extendable Pole, einmal die das Extendable Großschwert, einen Gürtel und die Flügel rausbekommen.
Und ich denke mal, darauf solltet ihr euch auch einstellen, dass jedes fünfte Mal da vielleicht was rauskommt. Oh, krass. Bin zufrieden, 3,3 DPS knapp. Hat man uns überhaupt schon mal redet. Die Karun-Symbole zeige ich dann gleich noch. Ihr seht dort unten im Chat auch unseren DPS, also wir haben schon eine relativ damage-starke Gruppe. Die Ohrringe, die sind zu gut. Im Normalfall würde bei den Gladys auch noch mehr gehen. Aber die Gladys sind vor allem deshalb stark, weil sie in den letzten 25% der Damage, der dort steht, ist ab 50% den maximalen Burst fahren. Also wenn man nur auf die 25% mal achtet, dann wären wir vermutlich so bei 6k DPS durch die ganzen GKs. So, hier aus dem Sack kommen dann Karun-Symbole raus. Und das war's dann auch. Das sollte eure übliche Ausbeute sein. Ja, ich bedanke mich und hoffe, das hat euch geholfen. Und vergesst nicht, mir was unten in den Kommentaren zu hinterlassen. Tschüss.